Hallo und herzlich willkommen hier auf einer neuen Folge bei meinem Kanal. Da guckst du. In der letzten Folge hatten wir ja angefangen, das Feld 51 zu ernten. Und die Erntetätigkeit ist ja auch noch voll im Gange. Was ich nicht berechnet hatte, ist damit, wir ein zu kleines Feld haben und der Abfahrer hier deutliche Probleme hat, das Fahrzeug abzufahren, den Drescher. Wir werden uns heute damit darum kümmern, Strohballen zu machen, und damit werden wir auch jetzt direkt anfangen. Und ja, starten den Drescher, die Ballenpresse und fahren das mal händisch ein. Ist ja eine entspannte Arbeit. In der Zwischenzeit kam auch für Autodrive und Curseplay jeweils ein neues Update raus. Beide sind auch installiert. Ja. Ballenpressen dürfte er jetzt eigentlich, also besser gesagt, die Folie rummachen. Beim Wickeln, so heißt es ja, dürfte er jetzt eigentlich nicht. Muss nur mal schauen, was er jetzt macht, weil eigentlich sollte er es auch alleine abladen, macht er aber leider nicht. Aber gut. Sonst arbeite ich normalerweise nicht mit der Impress. Ich nutze normalerweise die Fastballer, um Ballen zu wickeln, oder nehme gleich Quaderballen. Und bei der Fastballer ist es halt so, dass du hintereinander weg die Ballen pressen kannst. Und nicht so wie bei der Impress immer warten musst, bis der die Ballen hinten in den Ballenwickler geworfen hat und dann manuell werfen muss. Ist halt ein bisschen mehr Arbeit, aber alles halb so wild. Wir bekommen alles hin, solange wir nicht die Lust verlieren. Es kam auch noch ein wunderbarer anderer Mod raus, das Terraforming. Ist im Prinzip ein Mod, um die Landschaftsgestaltung realistischer zu machen. Kann man jetzt mit einem Bagger zum Beispiel oder einem Radlader, so wie es auch in der Realität ist, vollziehen. Ist natürlich genial. Keine Frage. Ja. Und wir schauen mal weiter. Gut, meine Playlist habe ich immer noch nicht bearbeitet. Ich habe da einen kleinen Fehler drin, der lässt bei dem einen Lied 3 Minuten Leerlauf. Das muss ich noch ändern. Aber halb so wild, hey.
Heute wieder eine Pleiten, Pech und Pannen-Serie. Chaka, wir können das. Und warum können wir es? Weil wir bei da guckst du bist sind. Würde es ohne Probleme, ohne Schwierigkeiten oder Fehler laufen, wären wir nicht hier auf diesem Kanal. Von daher, shit happens. So. Jetzt muss ich doch aber trotzdem mal schauen, warum er ihn jetzt nicht abfährt. Ah, okay. Machen wir es halt händisch. Fahren wir auch gleich den Drescher wieder weg. Oder lassen ihn besser gesagt wegfahren. Dann ist das Feld 51 somit auch erledigt. Ich habe noch einen anderen Spielstand mir gestartet. Dort geht es eher so um in die Bauschiene rein. Sehr interessant, muss ich sagen. Vielleicht machen wir auch da mal einen Ausflug hin. Auf dieser Karte, auf den Spielstand. Dort habe ich Auto Drive komplett in Einsatz. Und läuft auch komplett automatisiert ohne Probleme. War zwar viel Arbeit, die Strecke einzufahren. Aber das ist egal. Mit Minen und Produktionsketten. Richtig schön. Und sehr interessant. Lädt er auch automatisch ab. Man sollte sich ein bisschen mit die Geräte auseinandersetzen, die man besorgt. Und schon wieder.
Sagt mal, wie war euer Wochenende? Die Folge kommt ja nun am Mittwoch raus. Ist ja schon Wochenende ein bisschen her. Hattet ihr einen schönen Start in die Woche? Den Wochentrenner gut überstanden? Und wir werden auch dieses Mal doch das Feld pflügen und grubbern. Habe ich mich entschieden dazu. Einfach um eine realistische Feldarbeit zu bekommen. Ist schon eine schöne Anzahl an Strohballen, die wir hier rausbekommen. Und da haben wir wieder was verpasst. Da wir ja in Mehrzahl eher ein Viehhof betreiben, werden wir dies auch gut nutzen müssen, weil nutzen können. Ich denke mal noch, ja. Einen Ballen werden wir rauskriegen. Der andere wird nicht ganz voll werden. Beziehungsweise, ja doch, einen angefangenen. Knapp 1000, 1500 Liter noch mal drin. Als ob ich es gewusst habe. Jetzt machen wir noch mal hier quer, um wirklich bei den Wendungen alles wegzukriegen. Das bisschen Weizen, was jetzt hier noch steht, ist jetzt egal. Auch die schicken wir wieder zum Hof. Und den lassen wir auch wieder zum Hof fahren. Beziehungsweise, eigentlich kann er sich beim Hofsilo hinstellen. Und
Ja, das mit den Wendungen ist noch so ein bisschen unschön, aber egal. Kriegt er die Ecke einigermaßen hin. Sehr schön. So, dann schauen wir mal noch nach unsere Tiere. Wir wollen ja nicht, dass sie einschlaft hier. Milch ist schon sehr, sehr voll. Da müssen wir noch was machen. Das machen wir ganz flink und dann soll es das auch für heute erstmal gewesen sein. Schauen. Hat er alles als Heu abgetan. Da bin ich noch am Überlegen, ob wir nicht sagen, wir besorgen uns einen ordentlichen Mod-Silo. Ich war ja schon wieder zurück. Okay. Immer noch der Anhänger, der so ein bisschen stört. Aber da sind wir jetzt mal ein bisschen robust. Ist ja meine Technik, die wir hier nutzen. Da kann ich auch mal ein bisschen rabiat sein. So. Es gibt schöne Mod-Silos, wo man jetzt einfach nur alles reinkippen muss und daraus dann TMR-Futter produziert wird. Da bin ich, wie gesagt, am Schauen, ob wir uns nicht sowas nur anlegen. Da war noch alles in Ordnung. Hier sieht es auch wieder gut aus. Die Milch müssen wir definitiv schon abholen, langsam. Da habe ich auch mir was geholt. Ich glaube, es war hier. Das ist der Silo-Anhänger. Und hier haben wir einen modifizierten, den wir gut für Milch nutzen können. Und da ja Milch weiß ist, sieht man natürlich jetzt nicht. Sagt mal. Naturweiß, na klar. Das macht er nur, weiß macht er nicht. Gut. Dann machen wir es so und nehmen diese Bänder.
Da müssen wir uns dran merken. Oder wir machen es anders. Milk Boy. Damit wissen wir auch, wenn wir auf ein Kennzeichen gucken, das ist unser Milchanhänger. Aber wir können uns den Kral nicht kaufen. Stimmt. Da war ja was. So, der steht schön hier. Hier werde ich mir noch beimachen und für Autodrive Kurse einfahren, damit wir die Silagebehälter hier benutzen können, um auch Silage selber herzustellen zu können. Zumal bei den Silagebehältern bzw. Silage generell im Spiel es so ist, dass die wohl nur 24 Stunden brauchen, um Silage herzustellen. Eingewickelte Silageballen, Grasballen, brauchen 2 bis 3 Tage. Das ist deutlich länger. Von daher könnte man die gewinnbringender nutzen. Die Zusammenarbeit mit Autodrive ist von Curseplay auch noch nicht so erwünscht, also so wünschenswert weitergeschritten, damit ich zufrieden bin. Aber das wird mit Sicherheit noch geschehen. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Von daher alles gut. Schau gerade nur noch mal, weil ich gerade das Update installiert hatte, ob alles noch so eingestellt ist, wie ich es wollte. Ja. So. Und damit würde ich sagen, Musik aus. Ich bedanke mich, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Wenn es euch noch mehr gefallen hat, abonniert diesen Kanal. Und denkt an die Glocke in diesem Sinn. Bis zum nächsten Mal und ciao, bis dann, ciao.